do I explain what country life makes me feel? How do I begin to tell about a place where the people are real? It's all you could ask for, being with those who really care. The ones that you love the most, the ones that'll always be there. Country people, country songs, country living. You know you can't go wrong. It lives in our hearts and deep in our bones. Country spirit lives on and on. Ain't heavy, we don't carry no heavy loads, still talk to our neighbors and everyone up and down the road, where a man's word is good enough and you know where you stand. Also hier gibt's wirklich wunderschöne Wanderwege, it's a spirit that makes a man country. Country songs, country living. You know you can't go wrong. This in our hearts and deep in our bones. The country spirit lives on and on. The air out here is clean and clear, and our lives ain't complicated. We deal with things as they come. It ain't planned or calculated. It's a simple way that defines our style of living, close to God. Thankful for all He's given. Country people, country songs, country living. Ich befinde mich hier auf einem Wanderweg Richtung Zeche Elend. Hier ist ein ganz eigenartiges Gebäude aus Holz. Betriebsraum, Treten verboten. Wenn das der Betriebsraum der Zeche Elend sein soll, sieht ja so aus wie zu alten Goldgräberzeiten. Wie man das so aus Südwestfilmen kennt. Aber ich werde das mal inspizieren da. So, begebe mich jetzt mal da um dieses Gebäude oder diese Holzhütte. Ich will doch mal sehen, was da ist. Ja, dann staunt man nicht schlecht. Das ist ein uralter Schlepplift. Schlepplift also für die Skifahrer. Das ist hier, schau mal,
das Rad und da unten ist der Motor. Sieht man auch die Seile, die hier entlang führen. Schleppseile. Da sieht man noch deutlich die Seile, die hier oben rauf führen. Ja, ob die dann früher daneben gefahren sind oder ob auf der anderen Seite oder irgendwo nach rechts oder links jetzt die Abfahrt ist, weiß ich nicht. Kann ich vielleicht nochmal herausfinden. Ich finde mich hier am sogenannten Butterfeld. Da muss es früher einigen Ärger zwischen den Winterbergern und den Medewachern gegeben haben. Wegen der Grenzlage. Das ging wohl bis hin zu Handgreiflichkeiten. Und hier bin ich auch in der Nähe dieser Zeche Elend. Da werde ich mich jetzt mal hinbegeben. And Uncle Bobby and Uncle Paul, how they love them old barroom brawl. And Uncle Junior. Ich habe dann endlich die Zeche Elend gefunden. Liegt auch ganz versteckt. Hier drüben, so ist der Eingang. Das ist ein alter Schlitten, Grubenhund, wie immer das heißt. Und ich glaube, hier hat man nach Erz gesucht. Nichts gefunden, also ein Elend, daher vermutlich der Name Zeche Elend. Geht da gleich mal näher ran, also auch mal rein, wenn es funktioniert, wenn man da rein kann. Hier rechts ist so ein Rastplatz für Wanderer. Jetzt marschiere ich mal da in Richtung Elend.
I'm up in Nashville tonight, singing my way back down on Old Hickory. Oh, Hickory, you're on my mind. Why can't I spend all my time on Old Hickory? I wanna hear Uncle Sam talking about those wild Houston nights. And Uncle Bobby and Uncle Paul, how they love Junior, who lived far away working down in an old tire factory. And Uncle Jackie, who hurt his leg one night alone on Old Hickory. Hickory, you're on my mind. I'm on Old Hickory. Ich bin dann hier am Eingang der Zeche Elend und ich sehe, dass die durch ein Tor abgeriegelt ist. Eisentor mit Vorhängekette, Vorhängeschloss, wie man hier sieht. Man kann dann durch die Gitterstäbe einen Blick in den Schacht werfen. Das mache ich mal. Ist also spärlich beleuchtet, aber vielleicht sieht man ja etwas. Demonstrativ liegt dann hier noch eine Hacke. Wenn ich diesen Stein hier mit Handgauen haben, das war schon Maluche. Schade, dass man nicht weiter da rein kann, aber das ist wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich und da will auch keiner die Haftung für übernehmen. So, ziehe ich mich mal wieder zurück. So sieht das dann aus, wenn man aus dem Inneren ans Tageslicht kommt.